Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 in Girabania, Rubinfeuerentfesselung. Wir gucken uns Ruby Weapon an. Ne, das ist so das, was ich meine. Warum brüllen die Dinger, wenn es dann doch nur Maschinen sind? Big Fett Tacos, ich hab Big Fett Tacos, das geht schon wieder los. Ich höre die ganze Zeit ganz komische Sachen. Aber egal, dies ist der Normal Mode. Der Normal Mode ist, ja, ist okay. Man kann failen, muss es aber nicht. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Sayu, Aya, Aiko und Kiki. Habe ich irgendwen vergessen? Luna! Luna habe ich vergessen! Oh mein Gott, Luna, der mir diese wunderschöne Rüstung gebaut hat. Aus der Gesellschaft. Schild Eorzea auf dem Server Shiva. Die mit mir diesen wundervollen Kampf bestreiten möchten. Und auch werden, besser gesagt. Aber, ja, es gibt hier nichts, was irgendwie groß interessant wäre. Also, zerstampfen ist schon mal der Tankbuster, den kann man sich schon mal ein bisschen merken. Dann haben wir hier Flexclown, das ist nochmal ganz interessant, weil das solche AOEs macht. Hier diese Risse am Boden und auf diese Risse kommt es jetzt an, was genau er machen möchte. Erstmal Safe Spot. Hier vorne bei dem langen ist immer einer. Und verflüssigen, das bedeutet, wir bleiben auf den Wänden hier. Also auf diesen Rissen. Okay, die anderen beiden haben es nicht so geschnallt. Oder wussten das nicht. Vielleicht sind sie zum ersten Mal hier, keine Ahnung. Das ist ein Laser, der geht nach vorne auf irgendeinen Spieler. Darf man natürlich nicht drinstehen, ist ja wohl selbstverständlich. Mal gespannt, was hier Flex klauen. Super, jetzt kommen nochmal. Ah, jetzt kommen diese Spiral-AOEs. Die sind widerlich. Da gibt es hier vorne immer so einen ganz bestimmten Safe-Spot. Glücklicherweise kommt der hier nur einmal. Im Hard-Mode kommt das zweimal hintereinander. Und so Laser von der Seite. Das ist echt mega kacke. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das sind Slides, die sind ganz lustig. So, als allererstes ist es hier drüben safe. Zack, zack, geht zurück. Und dann hier lang. Kann Jing. Easy Mode. Oh weia. Tankbuster. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was der gerade macht. Achso, das geht ja. So, schön von ihm weg, an ihn ran. Und jetzt ein bisschen auseinander. Ich bin gerade in meiner Range-Phase, da ist das relativ egal. So. Hui! Okay, und wir kriegen jetzt wieder diese Flex-Clown. Gleiches Spiel. Wir gucken uns nach dem Langen um. So, da ist er. Stellen uns hier an den Rand der AOE und sind schon mal in einem Safe-Spot. Ka-ching. Jetzt kommt Begraben, das Untergraben meine ich. Das ist hier so eine AOE, die von unten, also an den Rissen entlang kommt. Rubinstrahl geht auf mich, nicht vor uns, vor ihm stehen.
So, nebenbei immer wieder mal eine Intervention auf die gute Sayu. Und wieder die Spiral-AOEs. Das Gute ist, dass er hier schon schön in der Mitte steht. Fuck, da stand ich drin. Nee, ha, hab's noch gerettet. Sehr gut. Okay, ein bisschen weiter auseinander. Ich bin bei der Aya. Sieg. Ja, es ist... Verdammt. So, einfach mal eben nebenbei ans Telefon gehen und nichts tun. Dabei natürlich auch Dödelbuff kassieren. Tankbuster, klack. Einmal eine Intervention. Und Lightlaser, einmal Reflexion. Um ein bisschen den Schaden zu reduzieren. Und wieder ran. Und wer glaubt, dass wir jetzt diesen Kampf geschafft haben? Leider nein. Das war erst Phase 1. Es geht noch in die Phase 2. Die ist aber tatsächlich nicht so schwierig. So, das ist ein Enrage. Der ist so, ja gut. Braucht man nicht wirklich viel zu sagen. Und ab in Phase 2. Didgeridoo. Hoppla, da haben wir Nael, den wir eigentlich, der eigentlich schon besiegt, die eigentlich schon, war Nael nicht eigentlich ein Mann? So, hier muss ich auf jeden Fall einmal Schildeid starten, weil hier Ads kommen. Ach, fuck it, dann nehme ich den da. So, war gerade ein bisschen irritiert, weil wir uns natürlich super gut abgesprochen haben, wer welches Ad nimmt. Aber egal. So, und da hinten haben wir einen wunderschönen Anblick. Da kommt nämlich Piu. Dynamut wieder runter. Und macht einen massiven Gruppenschaden. Didgeridoo, Didgeridoo. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen gucken. Eigentlich müssten die jetzt gleich... Ah ne, jetzt werden erstmal Meteore, glaube ich, abgelegt. Ja. Einfach in die Mitte. Gut. So, aber das war noch nicht alles.
guck gerade, wo die Sayo durch die Gegend läuft, denn, jawohl, da kommen die nächsten. Und, na fuck, ich hätte vielleicht nochmal einen Cooldown ziehen sollen. Egal. Da kommen Meteore runter. 4 Stück an der Zahl. Im Hardmode sind es nur 2 für die Tanks. Die müssen natürlich dann umgeklatscht werden. Und dann ist die Sache hier eigentlich auch schon wieder fast gegessen. Mal gespannt, was ist nochmal Empörung? Weiß ich nicht mehr, schon vergessen. Oh, eine AOE. Na gut. Oh, musst du nicht gleich Arschloch sagen. Und da hat es den ersten DD zerlegt. Echt? Okay. Nee. Aiko aber auch nicht anscheinend. Ich jage Kiki! Und damit ist Ruby besiegt. Und wir bekommen am Ende, glaube ich, nochmal eine kleine süße Cutscene, mit der ich euch auch in diese, aus dieser Folge entlasse. Und so weiter. Ich habe schon überlegt, also die Ruby-Geschichte wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Also die wird sich wahrscheinlich über die gesamten, über den gesamten Content hindurchziehen. Ich werde das, glaube ich, ganz einfach machen, indem ich immer am Ende dieses Videos, sobald ein neuer Teil, der zu diesem Storystrang gehört, rauskommt, immer am Ende des Videos verlinke und dann könnt ihr sozusagen immer direkt auf das Video draufdrücken und dann kommt ihr dorthin, wo die Story weitergeht und so landet dann alles in einer Playlist und ich muss nicht 20 verschiedene Playlists für die ganzen unterschiedlichen Storystränge durchlaufen lassen. Also, raus hier!